So, hallo, wir machen weiter bei Evil Conquest 2. Das letzte Mal haben wir fast gut gespielt. Im letzten Level habe ich mich wieder etwas angestellt, aber ansonsten sind wir ganz gut durchgekommen. Und du hast gerade gesagt, jetzt kommt eins deiner Lieblingslevel. Genau, das hier ist eins meiner Lieblingslevel. The Devil's Palm. Vom ganzen Heck. Jetzt könnte ich überlegen, ob das daran liegt, dass, weil du, also hast du, bist du dann der Ersteller? Das ist dein Lieblings? Bist du, weil du es findest. Also ich kann sagen, dass es mit zum Schluss so, oder mit am Ende entstanden. Okay. Du hast übrigens noch gar nicht gesagt, wer das letzte Level gebaut hat, oder? Oder bin ich wieder vergessen? Haben wir nicht schon drüber geredet? Ja. Ich meinte ganz zu Beginn, dass es Dark war, und dann meinte Luke schon, dass es falsch. Ja. Ich nehme alles ja, zurück. Achso, ja, genau, ja. Ich nehme alles zurück. Ja. Hey Leute. So, ich mag die Musik schon mal, auch wenn ich sie nicht kenne. Hast du die Rubin gespielt? Also Saphir oder Smaragd? Tatsächlich nicht. Ja, so, dann liegt das daran, dass du die Musik nicht kennst. Pokémon-Generation habe ich bis Kristall gespielt und dann noch selber Platin. Alle anderen habe ich nur so, ja, mal mehr oder weniger mal im Stream oder sonst wie gesehen. Aber dadurch, okay. Also die Musik habe ich jetzt trotzdem nicht, habe ich jetzt nicht mit Pokémon verbunden. Ist ja nicht schlimm. Aber selber gespielt habe ich dann seitdem nichts mehr. Auch jetzt die neuen nicht. Das sind immer so. Zum Zuschauen finde ich es ganz nett, aber so selber spielen nochmal Pokémon weiß ich nicht. Habe ich irgendwie nicht ja, so die kommt Motivation. Kommt aber auch drauf an, ob man das. Wenn man Spaß hat. Genau. So, vielleicht warten wir hier einfach. Genau. An der Stelle nochmal Grüße an Rofju. Ah ja. Der liebt ja Lotuspflanzen. Ja. Ja. Achso, ja gut. Er hat immer ganz schön schlechte Laune bekommen, wenn er eine gesehen hat. Und Bowser-Starter liebt er auch. Ja. Vor allem wie die springen wahrscheinlich. Nee, die. Ich glaube, es ist egal, was die machen. Einfach, wenn sie einfach nur existieren. Ja, die müssen einfach nur da sein, in einem Level von mir. Und dann war es auch schon wieder. What is, ach, das ist ein Peace-Switch-Block. Genau, den kannst du auch Gottes Willen, hi. Wie du möchtest. Jetzt kann ich hier, okay. Ja. Der Block war auch dringend notwendig, nachdem das wieder gebaut wurde. Ach, ich musste das sogar machen. Verstanden. Ja. Ja, das sind Vorblocks. Muss das wieder machen. Aber jetzt kann ich hier direkt hin. Okay. Ach, gut, dann ist das Level von Dark. Genau. Ah, jetzt geht das hier kaputt. Und jetzt ist hier ein Midway Point. Sehr schön. Jetzt wird es langsam puzzelig. Kann ich das kaputt machen? Ja, nein. Kann ich mir mal den Blitz holen? Und weiter geht's. Ja, das jetzt war ich ungeduldig, aber gut, ist egal. Das war dumm. Okay. Kein Problem, ach, wir starten direkt hier bei dem Pilz. Mhm. Warum der extra Block zum Wegnehmen? Einfach so. Ich weiß auch nicht. Ich kann mir keine Konstellation vorstellen, dass man hier nicht den Block zerstören kann. Dass wir hier, also, dass wir drin irgendwie den Pilz verlieren kann. Cool. Okay. Ich fand's optisch cool. So ein gelber, an dem ein blauen ist. Ah, ich muss da hinten rum und dann mache ich den Block hier weg. Ja, verstanden. Und dann kannst du den aktivieren und dann nach oben wechseln. Verstanden. Also muss ich hier langsam, aber auch nicht zu langsam, weil. Ach nee. Ach so, und jetzt. Wie komme ich denn? Ach nee, da muss ich runter. Ah, da muss ich ja runterdrücken. Das habe ich wieder vergessen. Spielmechanik. So, und hier muss ich dann in der Zeit wieder hinkommen. Okay. Kleiner Fun-Fact: Du hättest auch ohne diesen kleinen Umweg zu gehen, beim ersten Durchlauf sofort nach rechts durchgehen können. Und die beiden braunen Blöcke halt zu entfernen. Ja. Aber das ist relativ schwer.
Ah, das weiß man auch vorher nicht. Aber es ist möglich. Ja, das glaube ich. Ja, also, man kann es versuchen, aber sieht man es halt. Man hat ja immer die Möglichkeit zurückzugehen. Oh boy! Oh boy! Oh boy! Oh. Das war ärgerlich. Kritisch. Da bin ich so schön den ganzen kritisch. Stacheln ausgewichen und dann. Und dann das. Am Ende doch enttäuscht. Ich hast du kein Leben mehr, wenn du hier noch sterben solltest. Ach ja, dann setzen wir mal einen. Starte. Hallo? Na, das war jetzt. Genau, wie gesagt, dran. Ups, dann machen wir erstmal hier wieder rum. Achso, hier rum komme ich ja sowieso. Das heißt, da muss ich mich ja gar nicht beeilen. Oder war da irgendwas im Weg? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee. So, hier einfach jetzt mal nicht den Pilz verlieren und dann hier einfach auf die Star. Ah! Hi. Okay, da ist der nächste. So. Geh weg, Stachel. Und hoch. Okay. Die sind weg. Die sind. Upp, da war ich zu ungeduldig. Okay. Hey. Oh. Nur Münzen. Dachte ein Lebenblock. Kein Lebenblock für mich. Yay, schönes Level. In der Tat. Danke, danke. Super. So, weiter Programm. Zum UFO. Zum abgestürzten UFO. Shotkey ja. Number 2. Das okay. War, wie gesagt, ursprünglich mal das Raumschiff von Evil Conquest 1. Also die Station von Professor L, den Lux, und seinem Gehilfen Melonman, das jetzt hierhin abgestürzt ist. Und noch ein kleiner Funfact zum Level an sich. Das hatte ursprünglich mal so eine Art grün HDMA, was halt alles so quasi mit Gas ausgerichtet war. Und man hatte mal einen Airmeter, dass man unter Zeitdruck halt so Luftblasen oder Pilze einsammeln musste. Damit man halt mit genug Luft durch das Level kommt. Das hatte aber auch wieder, wie schon so vieles andere auch hier im Hack, nicht mehr funktioniert. Deswegen haben wir es entfernt, aber das war im Nachhinein auch ganz gut, weil so ein Zeitdruck bei so einem Level war auch nicht unbedingt notwendig. Ja, ja. Okay. Das klingt genau. Gut. Also das Level ist auch ohne ganz gut spielbar. Das klingt verdammt. Aber das war ursprünglich mal drin. Okay. Und das Ganze sollte auch mal, am Anfang praktisch schon mal das letzte Level, also den ersten Abschnitt vom letzten Level aus Evil Conquest 1 drin haben, halt dann ohne Gegner mit ruhigen Musik und dann, dass man in den Teil vom Level kommt, aber war dann auch irgendwie überflüssig. Ja. Ja. Alles klar. Aber ja, man erkennt die Hilfe. Die bekannte Grafik, wollte ich sagen. Ja. Die war dann auch in Evil Conquest 1 vertreten. Gebaut hat das. Im Moment tendiere ich zu Dark, aber ich warte mal noch ab. Jo. Ich weiß zwar nicht, was mir noch was anderes sagen soll, aber. Kann ich nicht sagen. Aber vielleicht siehst du dann irgendwelche Sternbilder und Zeichen, die ich dann erleuchten. Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja. Hilfe? Okay. Wait, das Ding eigentlich da tötet fehlen mich, noch an dem Level Giftpilze. Bitte? Das, ja. Ist das ist noch so ein Donnerstrahl, also das tötet dich ja. Okay. Das war auch in Evil Conquest 1 damals so elektromäßig alles. Ah! Nice. Tschüss. Wow. Okay, den nehmen wir erstmal so und dann. Ja. Das hat nicht funktioniert. Okay, so. Ah, das geht auf. Das war Glück. Das habe ich viel zu spät erkannt. Jawohl. Ach, das fährt gar nicht. Das ist normaler Boden. Genau. Ja. Ich dachte, das ist ein Fließband.
Naja. Und hier in dem Abschnitt wäre das alles ein bisschen schneller geworden, dass man sehr viel schneller Luft verliert und dementsprechend schneller eine Luftblase einsammeln muss. Ich verzichte. Aber offensichtlich ist ja alles entfernt worden. Genau. Zack. Ich bleib bei Dark. Ja, liegst du richtig. Ja, ja. Das hab ich gebaut. Gefühlstechnisch würde ich sagen, es ist gleich zu Ende. Ah! Damit liegst du auch richtig. Juhu! Hurra! Jetzt haben wir es geschafft. Tomb of the Boom, ein Pyramidenlevel. Ach, dann sind wir mit der Welt hier schon durch, oder wie? Genau. Ah. Das ist das letzte Level der Welt. Ja, dann auf geht's. Weiter geht's. Ein Reset, okay, das wird ein Rätsellevel. Beziehungsweise, wenn dieser Block wahrscheinlich weg ist. Oder wenn ich irgendwie Quatsch gemacht habe. Oh Gott. Also, kleines Rätsel ist drin. Es ist nicht wirklich ein Rätsel, es ist einfach nur eine Absicherung. Wenn du dich damit irgendwo so einklemmen würdest, dass du da nicht mehr reinkommst. Ja. Genau, deshalb ist die Tür da. Damit keiner sagen kann, hier, das Level ist nicht spielbar. Hilfe. Hier ist das Level auch noch nicht spielbar, aber. Nein! Ich will dich behalten. Abflug. Yeah. Super. Oh, ich brauch den sogar noch. Okay. Abflug. Da musst du nämlich mit durchnehmen. Hier rechts musst du nicht mitnehmen. Ach, wir fahren weiter. Taxi. Du kannst auch damit weiterfahren, das ist ja schwerer zu machen, wenn du willst. Das läuft. Ich hab da ein sehr gutes Gefühl. Okay. Okay, ich hab kein gutes Gefühl. Fahr damit weiter. Huch! Jetzt ist es eh. Oh Gott, wo bin ich denn da jetzt reingeraten? Hilfe, ich will wieder zurück. Okay, ich kann nicht mehr zurück. Und weiter rechts wäre auch nur eine Yoshi-Coin gewesen. Ach so. Ja, ich muss hier also rein. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Hilfe! Gott! Muss ich da irgendwie. Jetzt. So, schießt die. Die schießt auch, aber die treffen mich hier nicht. Das ist schon mal. Oh Gott, hi. So, die kann mich. Oh, die kommt trotzdem. Jetzt muss ich warten, bis die weg ist und die andere von da unten nicht gerade schießt. Oh, Hilfe, ich hasse diese Dinger. Kann mir nicht vorstellen, dass Robju hier begeistert war. Nee, ich glaube einfach nur wegen der Plattform am Anfang. Den Rest fand er, glaube ich, okay, aber das mit dem dieser Plattform, das hat ihm nicht gepasst. Die Pflanzen fand er gut? Ich glaube, was? Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Er hat auf jeden Fall keinen abfälligen Kommentar zu gemacht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Was ist bei passiert? Uns ruckelt er sehr stark. Also ich denke mal, der ist runtergesprungen einfach, oder? Ja, aber ich habe gar nicht gewusst, dass da kein Boden ist. Wo war denn da jetzt? Hä? Ich wollte da hochspringen, dann war ich tot. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Okay. Hilfe! Das sah so aus, zumindest bei uns gerade in der Ansicht, als wärst du einfach runtergesprungen. Aber wo war da der Boden weg? Das muss ich mir nochmal angucken. Irgendwo war der Boden weg und ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ah! Bist du vielleicht gegen den Sandfall gesprungen? Ich weiß nicht. Also wenn unter dem Wasserfall, wenn unter dem Sandding kein Boden ist, dann ja. Da wäre kein Boden gewesen. Kein Ach so, ja, dann bin ich da unten gesegelt. Ah, okay. Ja, genau, dann bist du ganz normal gestorben. Hilfe. Am Anfang so schön durchgekommen, mein Gott. Ich will das alles nochmal machen. Hilfe! Lass mich in Ruhe. Geh weg. Runter. Okay. Na, das ist nicht gut. Das ist besser. Jetzt einfach zurück. Oh Gott, das geht nicht. Das ist nicht das zurück, was ich wollte. Das sieht gut aus. Oh, oh boy. Okay, jetzt gehen wir ohne das Ding wieder zurück. So.
Diesmal sind wir hier vorsichtiger. Würde ich empfehlen. Ah ja, das ist das, was da gekommen wäre. Puh, da muss ich jetzt nochmal gucken, wo ich da den Sprung verhauen habe. Uah, Gottes Willen. Also wenn du den roten Switch-Palast nicht aktiviert hättest, dann hättest du auch mit der Plattform da weiter nach rechts durchgehen können, um dir trotzdem die zweite Yoshi-Coin zu holen. Oh, die Yoshi-Coin zu holen. Aber mit dem Switch-Palast ist das wesentlich einfacher. Ja, genau. Das ja, auch kein das Mist. Verstehe ich. So, hier... Ach so! Ja, ich habe versucht, hier hochzuspringen und dann war ich plötzlich tot, weil ich hinter dem Ding da dann, ja, nicht hochgekommen bin. Okay, verstehe. Das hatte ich nicht gecheckt. Tschüss. Sollte da nach Boden hin? Ja, das Ding weg. Weiß nicht. Theoretisch, sage ich mal, kann man es sehen, wenn man nicht ich bin. Ich muss wahrscheinlich in die Tür. Ich hätte nur so langsam gerne einen Midway-Point. Mein Gott, ich kriege immer noch keinen Midway-Point. Wait, was mache ich denn jetzt? Dieses Puzzle hier war auch mal anders gebaut. Tatsächlich. Hä, kann ich da durch? Ach, ich kann da ja durch. Ja, aber Sprites nicht. Aber wenn ich sie... Oh Gott, Hilfe! Ich habe immer noch keinen Midway-Point. Oh mein Gott. Treff mich bitte nicht, danke. Und hoch. Und oh Gott, da kommt mehr davon. Oh boy. Einfach durch und tschüss. Einfach durch. Oh. Jetzt komm ich ursprünglich war das mal so gebaut. Ursprünglich war das mal so gebaut, bei der Stelle mit den beiden Türen, dass da eigentlich eine Röhre war und man einen zweiten Tiefschritt von Beginn. Von Beginn der Stelle schon holen musste. Genau. Also man müsste quasi den P-Switch in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen, duplizieren, damit man halt den dort in dem Raum wieder aktivieren könnte. Aber das würde auch wieder kommt in dem geändert. Level noch ein Midway-Point oder ist das ganz ohne? Ja, da kommt noch ein Midway-Point. Da kommt noch ein Midway-Point. Das, Level? Das oh kommt ja eher lang vor, weil du dich langsam fortbewegst mit der Plattform, glaube ich. Das kann sein. Denke ich. Uff. Aber es ist nicht so lang, tatsächlich. Es geht. Nein! Geh rüber! Das ist gut. Ja. Shish. So, jetzt Pilz behalten, das wäre schon mal super. Okay. Okay, jetzt aufpassen. Ach so, jetzt muss ich aber... jetzt bin ich natürlich groß, was an sich ja gut ist. Jetzt muss ich ein bisschen besser aufpassen. Lass mich in Ruhe, geh weg und dann gehen wir da hoch. Okay, jetzt sind wir schon wieder hier. Dann gehen wir da durch und haben den P-Switch. Dann gehen wir mit dem P-Switch da durch oder auch nicht. Machen es einfach nochmal. Und drücken das hier so. Ich will mich trotzdem nicht trennen. Oh mein Gott, das ist zu hoch. Oh, ich sehe nichts. Ah. Nein, der trifft mich. Oh, er trifft mich nicht. So, das war jetzt auch relativ knapp. Ich muss einfach nur. Nein, das passt nicht. wo ist meine Riss? Das wird jetzt ein. Das wird jetzt schwer. Ich habe ein Problem. Okay, das muss gut getimed sein. Der muss zu mir zurückkommen. Ich weiß nicht, ob du da nochmal... Ja, okay, ich krieg den nicht mehr. Alles klar. Da ankommen bist. Schade. Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ja, machen wir es doch einfach noch. Aber du bist gar nicht mehr so weit entfernt vom Midway Point. Ja, das, das so hatte ich vorhin auch gehofft, als ich den P-Switch gedrückt habe. Nach dem P-Switch auch gleich kommt er eigentlich direkt, deswegen. Genau, deswegen meine ich ja, du bist nicht mehr so weit entfernt von dem. Ich will hier nicht allein durch, ich will hier groß durch. Sonst kriege ich hier unten wieder die Krise. Gib mir den Pilz. So, den behalten wir jetzt. Ja, ich könnte ja auch einfach mit zwei Pilzen hier in das Level reingehen. Aber ich bin ja irgendwie zu faul, diesen Shop zu benutzen. Ja, das ist halt dein Problem dann in der Hinsicht.
Aber du musst ihn ja nicht nutzen. Hilfe. Oh, ich komm nicht. Ich fahr doch einfach rüber. Dankeschön. So. Und rüber. Haut das hin? Nein, es haut gerade nicht hin. Noch ein weiterer kleiner Funfact zum Level. Und zwar, diese Castles haben immer so eine Intro-Sequenz. Und die sind nicht Standard von Super Mario World, sondern immer selbst gemacht von Lux. Ah, okay. Ja, die habe ich. Da gibt's halt den Sprite für dieses Tor. Metal Gear 98. Grüße gehen raus an dich. Grüße gehen raus an Jonas. Ja, die erlauben einmal halt dann diese Kassel-Eingangssequenzen da selber zu bauen. Alles klar. Genau. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Auch mal recht viel mit SMW rumgewurschtelt. Hilfe. Oh Gott, das wird nix. Ja, und jetzt macht er nur noch Osu. Ah. Richtig. Ja. Die Osu-Maschine. Zusammen mit Nico. Hilfe. Ja. So. Und wieder hier hoch. Das habe ich, weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Nicht viel. Ich wünschte, ich könnte es dir sagen. Hilfe. Hakelsei! Aua. Eigentlich immer noch bei euch, oder? Ja, aber. Ja. War das letztes Mal anders? Ja. Letztes Mal war es ein bisschen besser, aber. Okay. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, woran es gerade liegt. Aber ich finde es auch nicht so schlimm. Ich überlege, ob ich irgendwas ausmachen kann von dem, was ich habe. Das ist eigentlich alles nichts. Alles in Ordnung. Ansonsten kann ich einfach nochmal die Übertragung neu starten und gucken, ob es dann besser ist. Keine Ahnung. Mal, ach Gottes Willen. Manchmal. Alles gut. Ah. Nein! Ich hab das Gefühl, es wird immer schlechter, was ich hier mache. Oh Gott. Das ist kein Part für Robju. Ach, das ist, ja. Schau mal an der Stelle. Grüße gehen raus, ey. Na komm. Ich glaube, so schwer ist es dann jetzt nicht. Ich weiß nicht, also es ist, wird halt. Es ist recht viel, was man machen muss, bis es mal zu. Ja, super. Bis es mal zu einem Midway-Point kommt. Oh mein Gott, so kriege ich 2 Pilze. Oh, ich muss das von Anfang an machen. Ha, ich habe euren Shop ausgetrickst. Ja. Ja, toll. Nützt allerdings der zweite Pilzix, wenn ich gleich den ersten sofort hier verliere. Meinst du, man könnte den Feuerball entfernen oder den Ball entfernen? Nein, den bin ich ja fast nie gestorben. Das ist ja. Ich weiß ja nicht, was nach dem Midway Point alles noch kommt, aber vielleicht kann man den Midway Point ersetzen. So, also die Stelle, nachdem man den P-Switch bekommen hat, da würde ich ihn theoretisch. Ich weiß halt nicht, was noch alles im Level kommt. Aber so, das war so der Moment, wo ich mich doch sehr gefreut hätte, wenn der Midway Point gekommen wäre. Aber dann kommt nochmal die Stelle, wo man den P-Switch erst drücken muss. Nochmal durch die ganzen Pflanzen durch muss und das ist schon einiges, was man schaffen muss am Stück. Ja, kann man mal gucken. Ja, wir schauen gleich mal, wenn das Level fertig ist. Gucken wir mal, ob das dann zu viel war oder früher kommen könnte. Weil hinterher ist es halt irgendwie ab dem Midway Point zu viel. Müssen wir mal schauen. Ja, wenn da noch mehr kommt, dann ja, weiß ich auch nicht. Wir werden sehen. Da kommt halt noch ein Abschnitt. Nein, ich bin schon wieder. Ich muss das halt. Oh Gott, ich muss einfach erstmal runter, ganz weit runter und dann. Wait, da ist Boden oder was? Hilfe. Das passt wieder nicht! Nein! Dreh dich nicht dahin. Du sollst runter und. Runter? Jetzt ganz kurz. Nein, das wird nicht. Das wird. Ah, Gott.
Es ist ja nur noch dieses eine Ding. So, dann bin ich ja schon wieder beim P-Switch. Ich muss ihn halt einfach so gedreht kriegen, dass der so fliegt, wie ich das möchte. Genauso. Und wenn hier jetzt ein Midway Point wäre, das wäre schön. Aber ist halt noch nicht. So, stattdessen muss ich hier mich durch die Pflanzen durchquälen. Und dann kommt noch das Ding und dann kommt hier, werde ich wieder beschossen und dann kommt das da und Hilfe. Jetzt sind wir weiter als bisher. Und ich habe immer noch keinen Midway Point. Ja. Oh Gott. Ich bin leicht angespannt. Hilfe! Lass mich in Ruhe, jetzt kommt noch eine Pflanze. Da ist immer noch nix. Was? Oh Gott, ich kann immer noch sterben. Wir müssen alles nochmal machen. Da ist er, da ist er. Ah! Okay. Da ist er. Hey. Jetzt bin ich gespannt, was noch alles Fast kommt. Eieieiei. Fast zwei. Ach Gott, was ist das denn? Außer Super Undertale Musik. Nee, ist das an? Ja, klar, ist das Undertale Musik. Ja. Das Spinnenlied-Dings. Nein, das ist ein, laut meinem Remix davon, das ist die Musik vom Extra-Boss, den es nur in der Switch-Version gibt. Ja, aber der ist angelehnt an die Spinne. Ja, die, ich glaube, das ist nur eine Mischung aus eigentlich fast allen Themes aus diesem Spiel. Das stimmt, das ist so, ja, das ist richtig. Aber der Abschnitt gefällt mir in dem Level schon wieder deutlich besser, auch wenn ich gerade Quatsch gemacht habe. Huch. Hallo, Pilz. Ja, gut, jetzt ist halt die Frage mit Waypoint. Der macht an der Stelle schon Sinn, wo er ist. Nicht nach unten drücken, um Gottes Willen. Das darf ich nicht machen. Okay. Was wollte ich sagen? Ja, mit Waypoint macht schon Sinn, da wo er ist. Aber schon einiges, was man bis dahin schaffen muss. Oh Gott! Ja, okay. Ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwie noch ein paar. Nee, ein Power-Up wäre bestimmt nicht die Lösung, oder? Na, ein Pilz könnte schon die Lösung sein. Ich meine, du wirst ja getroffen auf der Plattform von den Dingern. Ja. Vielleicht noch von den Disco-Dingern da wegnehmen. Also von den Disco-Dingern. Oder halt ein paar Gegner noch entfernt. Ja. Ich glaube, es gab so echt die Schwierigkeit ein bisschen besser. Ja, im Prinzip, ein Pilz wäre im Prinzip eigentlich schon die Lösung. Wenn du bei dem P-Switch dem Spiel einfach noch einen Pilz gibst. Okay. Das wäre. Wenn man bis dahin verloren hat, gut, bis dahin verliert man aber eigentlich auch nicht, wenn man nicht gerade ich ist. Okay. Ah, das ist immer so schwierig, wenn ich von anderen Spielern ausgehen soll, weil ich bin halt einfach. Ja, du kannst halt von deiner Seite aus. Das ist. Oder nach einer Vertiefung. Ich stelle mich halt viel zu schnell an. Kommt jetzt von wo bin ich gestorben? Da bin ich gestorben, genau. Da bist du wieder gestorben. Da bin ich wieder gestorben. Da kam einer runter. Einfach mal jetzt nicht den Pilz verlieren, das wäre doch auch schon was. Wo habe ich ihn eigentlich verloren? Ach, meistens hier. Ja, okay, jetzt habe ich noch. So, du gehst rüber. Da gehe ich hoch. Da kam nichts weiter. Jetzt kommt der Abschnitt schon. Jetzt geht's hier hoch und dann geht's hier hoch. Und da. Super! Aber jetzt kommen wir einmal zu der Plattform. So, die will ich jetzt nach oben fahren wahrscheinlich. Abflug. Ja, gerade nach oben. Ah! Okay. Was hast du? Hey. Oh Gott, ich dachte gerade schon. Huh! Ach, das war's. Ja, das war's. Dann könnte der Dings vielleicht wirklich einfach ein bisschen eher kommen. Das ist ja doch ein recht kurzer Abschnitt am Schluss. Also wenn ich jetzt vergleiche, was nach dem Midway Point kommt und was vor dem Midway Point ist. Hier kommst du ja relativ flott durch. Ja. Weiß ich noch, weiß ich, wo wir den machen können. Gut, dann wird das noch geändert. Ich denke, beim P-Switch wäre es sinnvoll. Also beim letzten P-Switch. Der war auch halt da, wo er ist, weil danach eigentlich ja noch ein Boss gekommen wäre, den wir aber die wir dann nachher. Ja, wenn da noch ein Boss kommt, dann wäre schon sinnvoll an der Stelle. Aber so, ich finde diesen Turmabschnitt fand ich jetzt nicht so wild.
Es ist zwar schon cool, dass man sagt, das ist der zweite Teil des Levels und du sozusagen direkt im Turm startest. Das ist an sich schon cool gewesen. Ist halt schade, dass es nicht mehrere Midway Points geben kann. Das ist immer so ein bisschen. Ich glaube, diesen Patch einzufügen ist wieder so eine Sache, dass dann alles kaputt geht, ne? Ja, das habe ich auch schon versucht. Ja, das Das habe ich haben schon wir schon befürchtet. Okay. The inscriptions on the tomb revealed that there was yet another artifact to be stolen by Melon Man and his cohort. Mario knew that whatever it is, they were not allowed to have it. Ach so, ich muss Dings drücken. Da ist aber die Taste. Uff, wie lange habe ich jetzt das Level aufgenommen? Hilfe. Okay, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Haben wir jetzt im Part Ey, außer der nice. Sehr Pyramide gut. was gemacht? Ach Dann. ja, wir haben ja mit dem Ja. Sternlevel angefangen. Wir haben einiges geschafft. In zwei Na, Parts dann fast die passt's ja. ganze Welt. Da gucken wir uns noch die Oberwelt von der Welt 5 an. Und gehen shoppen. Aber auch dieser Shop bietet genau das gleiche an. Scan. Ja. Ich kann mal Leben kaufen. Einfach nur, weil ich es kann. So. Ja. Er kauft sich Leben. Eins habe ich mir gekauft, weil ich habe drei. Wenn ich jetzt Kauft Game sich ein Over gehe, habe ich eh Leben. wieder 5. Also. Okay. Alles klar. So. Socratea Exorica. Tropic Terror. Das ist die Hintergrund. Das ist Donkey Kong, ne? Genau. Das war Lost World. Ja. Das passt auch voll gut dazu. Okay, dann bin ich gespannt, was uns in dieser Welt erwartet und wie dieses Lavaschloss aussehen wird. Da wird es Ja, vermutlich ziemlich wunderbar. hitzig. Gucken wir mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Ciao. Tschüss.